Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Ich bin ein großer Fan von den Trischniewski-Brötchen. Ich weiß nicht ganz genau, wie man sie richtig ausspricht. Ich glaube, Czesniewski, es ist polnisch. Geschrieben wird es mit TRZ am Anfang. Früher haben wir immer gesagt Trischniewski, aber das ist ziemlich sicher falsch. Und das sind Brötchen, Aufstrichbrötchen, kleine. Eine Wiener Firma mit 11 Filialen in Wien, gegründet 1902 von einem Krakauer, dem Herrn Trischniewski. Und sie werden so auf die Straße verkauft. Man kann auch drinnen sitzen, ich glaube in allen Filialen, aber eher ein bisschen ungemütlich, also sehr spartanisch eingerichtet und eher gedacht zum Mitnehmen. Ja, ich habe sie sehr gern vor allem für Silvester, da haben sie eigentlich fast jedes Mal gekauft oder auch für so Gäste, wenn man nur was Kleines zum Essen anbieten will, weil man kann die fix und fertig eben so kaufen, schon bestrichen. Man kann sowohl die Aufstriche in der Dose kaufen, als auch die fertigen Brötchen. Es gibt ungefähr 25 Sorten, sowohl mit Speck, Wurst, Salami, Fisch, als auch vegetarisch und vegan. Ich bin ja an sich Vegetarierin und ich habe auch immer sehr gern gegessen, zum Beispiel Ei mit Ei oder Paprika mit Ei oder Gurke mit Ei. Ich habe mich aber dann voriges Jahr erkundigt einmal, ob sie Bio-Freilandeier verwenden und habe die Antwort bekommen, dass sie die Eier von regionalen Kleinbetrieben in der Umgebung beziehen und da ist zu wenig verfügbar an Freilandhaltung und deshalb verwenden sie auch Bodenhaltung. Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist, das war Ende 2018. Aber ich bin jetzt eher übergegangen, die veganen Brötchen zu bestellen oder zu essen. Die sind auch sehr, sehr gut. Und zwar gibt es da 4 Sorten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir haben nämlich letzten Samstag Brötchen bestellt. Also normalerweise holen wir es uns immer ab von der Filiale. Aber nachdem jetzt die Filialen alle geschlossen sind, haben sie zu ermäßigten Lieferbedingungen, bis auf Widerruf, kann man sich eben auch liefern lassen, täglich, auch Wochenende. Und wir haben letzten Samstag 20 Brötchen bestellt. Und ich habe also die veganen Tomate, rote Rübe mit Linse, rote Rübe mit Sellerie und das vierte ist Erbse mit Karotte. Und dann haben wir noch Gervais mit Karotte, Karotte und Creme bestellt. Weil momentan haben sie eben vergünstigte Lieferung und ab 20 Brötchen ist die Lieferung kostenlos. Ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, wie groß die Brötchen sind. 10 x 3 cm ungefähr. Ungefähr würde ich auch sagen. Und ich esse normalerweise sehr gerne Matjes mit Zwiebel und Peperoni. Habe ich aber diesmal nicht bestellt, weil das ist dann ein bisschen schwierig, wenn man dann vor Ort ist, kann man sagen, sollen das mal in einen extra Karton packen, aber wenn man das online bestellt, dann haben wir da so ein bisschen die Befürchtung, dass ein bisschen durcheinander kommt und die Claudia, die ist ja kein Fleisch und auch kein Fisch und die scharfen Brötchen, die merkt sie auch nicht. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz für die deutschen Zuhörer was erklären, also Brötchen bezeichnet hier ein Brot, also das, was wir unter Brötchen verstehen, das wäre eine Semmel. Aber das ist es halt nicht. Es ist eben so eine Art Graubrot, würde ich sagen, oder? Ja, und wie man es ausspricht, weiß ich auch nicht, aber sie schmecken wirklich ausgesprochen gut. Wo ich das erste Mal bei der Claudia zu Besuch war, da gab es da abends diese Trischniewski-Brötchen. Und da habe ich noch so gedacht, ja, wie bei meiner Oma früher, die hat auch mal so belegte Schnittchen abends gemacht und waren echt lecker. Und und dann habe ich aber später dann von der Claudia erfahren, dass die gekauft waren. Aber das hat man nicht geschmeckt. Die schmecken echt wie handgemacht. Also schmeckt überhaupt nicht so nach irgendwie so Industrie oder Fertigfutter.
Nee, die sind richtig gut. Ja, und die Matjesbrötchen, ja, die sind eigentlich wo zum Reinlegen. Also, wo es noch bessere Matjesbrötchen gibt in Wien, man kriegt sie eh sehr schlecht, aber die allerbesten, die gibt es im zweiten Bezirk. Das ist so ein kleiner Laden, Wulfisch. Ist, glaube ich, Wulfisch, ja. zweiter Bezirk. Ne? Und das, In der ja, und das Nähe ist, von der Daberstraße, ja, U-Bahn-Station. genau. Ja, und das ist ein Norddeutscher, das ist ein Kieler. Und der, ja, der hat hier, da gibt es also dann, da gibt's dann auch eben die Matjesbrötchen, also sprich Matthias Semmel. Und der macht die auch noch so ein bisschen anders. Die gibt es bei ihm warm, mit lauwarmen Zwiebeln. Schmeckt großartig. Aber ja, zum Trzeszewski wieder zurück. Ja, kann man einfach nur empfehlen. Ne? Und wenn man mal in der Stadt ist oder sowas, man kommt dann so eine Filiale vorbei, einfach mal reingehen und kann man sich mal eins so auf die Hand nehmen für unterwegs. Ne? Weil. Zentrale ist in der Dorotheergasse im ersten Bezirk beim Stephansplatz. Und am Westbahnhof gibt es auch eine ganz oben, dort wo die Züge wegfahren. Wahrscheinlich gedacht als Proviant für die Bahnreise. Für uns natürlich sehr gut, weil wir sind zwei Stationen. Mit der U-Bahn sind wir beim Westbahnhof und dann zack, zack, Rolltreppe hoch. Zweimal, dreimal, ne? Und dann sind wir schon da. Und Sie sind nicht ganz billig, sage ich mal. Sie kosten momentan 1,40 € pro Stück und sind jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Aber ja, also die meisten Menschen kommen mit 3 oder 4 Brötchen aus für eine richtig. Portion. Wir rechnen schon immer so 5, 6 Brötchen. Und wenn Und man mal einen fahrt, ist er hier noch mehr. nachdem eben jetzt ab 20 Stück die Lieferung kostenlos war, haben wir 20 Stück bestellt und haben dann an einem Abend 17 gemeinsam aufgegessen. Also ich glaube, ich 8, du 9. Und 3 sind noch fürs Frühstück übergeblieben. Man kann sie am nächsten Tag noch essen. Ich finde, sie schmecken auch gar nicht aufgeweicht oder so. Und genau, und momentan ist es eben ab 20 Brötchen lieferkostenfrei. Man kann auch ab 10 Brötchen, kostet die Lieferung 4,90 €. Und man kann das auch kombinieren, Brötchen, ich sage mal 10 Stück Brötchen und eine 100 Gramm Packung mit dem fertigen Aufstrich, der hält sich dann im Kühlschrank, würde ich sagen, ein, 2 Tage. Ja. Ja, muss Was man gibt es selber noch machen, ne? zu sagen? Da muss man halt selber schmieren, genau. Ja, eigentlich Ich war es das so glaube, im Wesentlichen, das ne? war's, genau. Also, bis zum Ja, nächsten Mal. tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle Folgen sind auf wien-tipps.info zu finden.